Ich möchte heute ein relativ schwieriges Thema behandeln. Gehen uns die Rohstoffe aus? Eine einfache Frage, die aber doch sehr komplex dann werden kann, wenn man sie versucht zu beantworten oder ihr auf den Grund zu gehen. Lassen Sie mich beginnen mit dem, Christa Wehner hat es eigentlich schon angesprochen, es gab ja da auch schon immer irgendwelche Warnungen, aber vielleicht eher mal mit einem, schon einer ikonografischen Darstellung, das ist dieses Bild hier. Die älteren Semester unter uns werden das kennen, die jüngeren wahrscheinlich eher nicht. Das ist eins der berühmtesten Fotos eigentlich der Menschheitsgeschichte, kann man sagen. Aufgenommen Heiligabend 1968 von Apollo 8, die erstmals den Mond umrunden und dann über dem Horizont des Mondes die Erde aufgehen sehen. Und dieses Bild ist dann wirklich um die Welt gegangen und das war nämlich die erste Aufnahme der Erde als Ganzes, was der Menschheit hier zur Verfügung stand. Und das war natürlich unglaublich inspirierend und hat viele angeregt. Zum Beispiel die Künstler. Hier sehen Sie ein Bild von Mark Rothko, dem amerikanischen Maler, der das dann 1969 gemalt hat. Können Sie momentan in Wien in einer Ausstellung von Mark Rothko besichtigen. Aber Spaß beiseite, insgesamt haben diese Bilder natürlich wesentlich auch dazu beigetragen, dass der Mensch darüber nachdenkt, wo er sich eigentlich befindet und was er mit der Erde tut. Und es gab ein weiteres Bild, das dann einige Jahre später aufgenommen wurde, jetzt von Apollo 17 auf dem Rückflug. Jetzt sehen Sie die Erde auch in voller Pracht. Und dieses Bild wird häufig eben auch als Blue Marble bezeichnet oder Raumschiff Erde war so ein Begriff. Und Sie wissen, ein Raumschiff, das muss im Prinzip alles mit sich führen, was es dann auch verbraucht. Also die ganzen Lebenserhaltungssysteme müssen funktionieren, müssen dabei sein. Sie können nur das verbrauchen, was eben mit an Bord ist. Und so ist das eigentlich mit dem Raumschiff Erde letztendlich auch. Da kann eigentlich kaum was von außen kommen. Ja, das ist ein abgeschlossenes, mehr oder weniger abgeschlossenes System, wenn man mal von der Sonneneinstrahlung eben absieht. Und dieses Bild hat, so zumindest Umwelthistoriker, ganz wesentlich auch zur Bildung dann dieser Umweltbewegung weltweit beigetragen. Und was natürlich auch gewesen ist in diesem Jahr, als dieses Bild aufgenommen wurde, 1972 hat es eine ganze Reihe von Ereignissen gegeben, unter anderem die erste Umweltkonferenz der Vereinten Nationen, aber eben auch das von Christa Wehner eben schon zitierte wichtige Buch, was der Club of Rome veröffentlicht hat, Die Grenzen des Wachstums. Hier sehen Sie den Hauptautor, Dennis Meadows. Und er hatte Prognosen damals angestellt mit einem Computerprogramm, mit dem er versucht hat, die Entwicklung auf der Erde, der Menschheit im Prinzip zu berechnen, von 1900 bis zum Jahr 2100. Das ist eine Kopie aus diesen Arbeiten von damals. Und Sie sehen, er hat das Bevölkerungswachstum versucht zu prognostizieren, die Nahrungsmittelversorgung, die Umweltverschmutzung und eben vor allem dann, und deswegen ist er auch sehr berühmt geworden dafür, eben die Rohstoffvorräte, die die Menschheit zur Verfügung hat. Und Sie sehen, da haben wir einen drastischen Abfall. Naja, und wir sind inzwischen eigentlich hier, wenn man diese Prognosen von damals ernst nimmt. Jetzt ist es keineswegs so, dass er der Erste gewesen ist, der davor gewarnt hat. Wenn man die Literatur verfolgt, die wissenschaftliche Literatur, aber auch populäre Literatur, dann ist das immer schon eigentlich ein großes Thema gewesen. Und man kann das zurückverfolgen, wirklich Jahrhunderte bis ins Mittelalter. Hier sehen Sie mal ein Bild von dem berühmten Bergbaubuch von Agricola aus dem 16. Jahrhundert. Und da sehen Sie Bergleute, wie sie nach Erzvorkommen suchen. Ja, Sie sehen hier mit der Wünschelrute wird da gesucht nach Erzvorkommen. Die Methoden haben sich heute etwas verbessert, aber nicht wesentlich. Ja, also man ist nicht sehr weit davon entfernt. Aber immerhin, also man kann einiges natürlich inzwischen einsetzen, um solche Erzvorkommen zu finden und dann auch entsprechend zu explorieren. Aber es ist ein Menschheitsthema schon immer gewesen, diese Rohstoffe zu finden, weil sie müssen eben in den Boden gehen, sie können das von außen nicht sehen. Und das ist ein Problem. Und auch wenn Sie dann in die jüngere Vergangenheit gehen, zum Beispiel die USA hat sich seit dem Ersten Weltkrieg eigentlich immer intensivst Gedanken gemacht, woher sie ihre Rohstoffe bekommt. Es hat natürlich auch militärische Gründe gehabt. Sie braucht diese Rohstoffe natürlich auch, um ihre
ich sage jetzt mal, ihre Waffensysteme dann eben auch entsprechend zu versorgen. Und Sie sehen hier aus einer Anhörung vor dem US-Senat im Jahr 1949 ist das gewesen, da wurde dieses schöne Bild eben gezeigt und Sie sehen, was man hier prognostiziert hat, wann Rohstoffe versiegen werden für die Amerikaner. Und da sind einige dabei, Sie sehen hier Quecksilber beispielsweise, das wäre dann schon in naher Zukunft gewesen, oder Blei, Kupfer, Zink und so weiter. Man hatte also hier wirklich Prognosen, dass das also schon bald eben tatsächlich versiegen kann und man eben irgendwas machen muss, um diese Rohstoffversorgung sicherzustellen. Aber auch wenn wir in die letzten Jahre gehen, Sie wissen, dass seit vielleicht 10, 15 Jahren dieses Rohstoffthema wieder sehr en vogue ist, finden Sie warnende Hinweise. Hier mal ein Titelbild des New Scientist aus dem Jahr 2007, der das zum Titelthema gemacht hat. Und da sehen Sie einfach, dass das immer wieder eigentlich aufkommt. Und wahrscheinlich ist es das große Menschheitsthema überhaupt, wie wir eigentlich an die Rohstoffe kommen, die wir nun mal für unser Leben hier auch brauchen. Lassen Sie uns einen Blick auf die Fakten werfen, auf das, was immer angeführt wird, gerade jetzt auch von den Berichten, die ich Ihnen hier gezeigt habe. Und ich will Ihnen da vier wesentliche Argumentationsstränge mal vorstellen, die auch angeführt werden. Und das Erste, was eigentlich auch sehr populär ist und was man überall lesen kann, das sind die berühmten Reichweiten von Rohstoffen. Also die Frage, wie lange reichen eigentlich noch die Rohstoffe für die Versorgung der Menschheit? Und da sehen Sie hier eine Tabelle aus diesem berühmten Bericht des Club of Rome, wo er nämlich angegeben hat, wie viele Jahre reicht das eigentlich noch? Ja, das sind dann teilweise, sehen Sie hier dann Jahre, die liegen dann so im Bereich zwischen 10 und 20, 30, 40. Aber es gibt auch einige, die gehen dann in den Bereich von einigen 100 Jahren. Und diese Reichweiten tauchen immer wieder in der Diskussion auf. Sie werden auch heute immer noch, auch von Wissenschaftlern, zitiert. Sie sehen hier aus diesem Bericht, der im New Scientist veröffentlicht wurde, sehen Sie beispielsweise eine Tabelle, jetzt mit anderen Stoffen, aber auch hier werden eben solche Reichweiten wieder angegeben. Ja, sehen hier zum Beispiel Indium 5 bis 10 Jahre, das ist 2007 veröffentlicht worden, also eigentlich dürften wir kein Indium mehr haben. Ja, aber Platin zum Beispiel oder dann eben auch hier Silber, Tantal und so weiter, auch dafür werden solche Reichweiten angegeben und das führt natürlich dann auch zu viel Diskussion und sicherlich auch zu einer großen Beunruhigung der Politik und der Öffentlichkeit. Der zweite Punkt, der häufig angeführt wird, sehen Sie hier mit diesem Bild. Da sehen Sie hier unten die Zeitachse, ja, das ist geht von 1850 dann hier über 2000 und so weiter. Was ist damit gemeint? Ja, Sie sehen hier einfach die Fördermenge von Erdöl. Das ist allerdings ein Bild, was aus den 40er Jahren oder 50er Jahren in dem Fall, 50er Jahren stammt. Und das ist verbunden mit dem Namen des Herrn Hubbard. Man nennt das auch eine Hubbard-Kurve. Was meint er damit? Nun, er hatte damals eben sehr genau verfolgt, wie die Förderquote von Erdöl zugenommen hat und hatte dann daraus abgeleitet, dass solche Fördervorgänge immer dazu führen, dass irgendwann ein Maximum erreicht ist und dann natürlich das abfällt, bis dann eben irgendwann die Quelle erschöpft ist. Das hängt einfach auch damit zusammen, wenn Sie eine endliche Ressource haben, Sie fangen an, sie zu fördern, Sie steigern die Förderung, irgendwann erreichen Sie das Maximum, dann irgendwann nimmt natürlich dann die Ausbeute ab und irgendwann wird das dann auch versiegen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Er hat allerdings die Form dieser Kurven ausgewertet und er hatte jetzt nun daraus abgeleitet, dass man aus dem Verlauf dieser Kurve schließen kann, wo hier das Maximum ist. Und das nennt er dann eben den Peak und deswegen redet man auch von Peak Oil. Ja? Und man kann dann sogar auch abschätzen, wann ungefähr diese Quelle versiegen wird. Und er hatte das damals gemacht für die Erdölvorkommen in den Vereinigten Staaten und lag damit nur um ein Jahr falsch, denn dieses Maximum ist dann 1970 eingetreten. Er hat das für 1971 prognostiziert und von daher hat man dann eigentlich dieses Peak-Konzept auch für viele andere Stoffe verwendet und ist teilweise bis heute der Meinung, dass man das anwenden kann, um eben die Reichweite oder die Dauer, wie lange eben solche Rohstoffe noch vorliegen, zu prognostizieren. Sie sehen hier beispielsweise eine neuere Veröffentlichung,
die auch vom Club of Rome vor wenigen Jahren veröffentlicht wurde, jetzt in dem Fall nicht für Öl, sondern für Kupfer. Da sehen Sie hier, nicht? Diese Kurve nimmt auch, das ist jetzt hier die Kupfergewinnung aus Chile und die nimmt dann zu. Und da sehen Sie auch, das ist auch so eine Kurve. Ja? Und jetzt kann man also dann auch hier so einen Peak dann im Prinzip definieren und kann da oder versucht daraus dann auch Schluss zu folgern, wann diese Quellen versiegen werden. Was natürlich schlimm wäre, denn Chile ist einer der Hauptlieferanten für Kupfer und von daher enorm wichtig für die Kupferversorgung weltweit. Es gibt weitere Fakten und das ist das, was dann eigentlich eher die Fachleute interessiert und wo auch intensiv darüber diskutiert wird. Das ist nämlich der Aspekt, dass die Erze, die wir heute fördern, dass die immer geringere Metallgehalte eigentlich enthalten. Und wenn man das mal über die Zeit auch verfolgt, Sie sehen das jetzt hier seit 1840, ja, geht bis heute ungefähr, Sie sehen jetzt hier aufgetragen den Metallgehalt im Erz, das ist damit gemeint. Und das hat man jetzt hier in dem Fall für australische Minen sehr genau analysiert. Und dann sehen Sie einen solchen Verlauf, ganz grob, verschiedene Metalle, aber der Erzgehalt nimmt ab tendenziell. Und wenn Sie zum Beispiel diese grüne Kurve nehmen, das ist die Kupferkurve. Ja, man hatte also im 19. Jahrhundert durchaus Minen gehabt, da haben Sie 20-30% Kupfer im Erz drin gehabt. Heute können Sie froh sein, wenn Sie eine Mine ausbeuten, die 1% Kupfer enthält. Und das Gleiche gilt mit vielen anderen Metallen auch. Gold, da sehen Sie hier, da haben Sie auch hier einen Goldrush, ja, in Kalifornien oder in Alaska. Und aber inzwischen sind auch hier die Ausbeuten sehr, sehr gering. Und das ist natürlich, da fragt man sich dann auch, was bedeutet das? Gehen uns also hier wirklich die Rohstoffe aus? Schließlich, wir sind ja hier auch an der Hochschule, wo es eine wichtige Fakultät für Wirtschaft und Recht gibt, kann man natürlich auch die Preise heranziehen. Und natürlich auch die Rohstoffpreise sind im Wachsen begriffen. Das ist eben auch ein Indikator für eine Knappheit. Sie sehen hier mal seit den 60er Jahren die Preise und da sehen Sie einmal die Fieberkurve der Weltwirtschaft. Das ist nämlich der Rohölpreis. Das ist rot. Das ist das, was Sie an der Tankstelle dann mehr oder weniger fast tagtäglich beobachten können. Ja, und da sehen Sie, das ist stark angestiegen. Ja, immer natürlich Einbrüche, je nachdem, welche Wirtschaftskrisen man eben hat. Aber was hier viel interessanter ist, das ist die blaue Kurve. Das ist die Kurve der Industrierohstoffe, zu denen auch insbesondere die ganzen Metalle zählen. Und da sehen Sie, dass das also auch stark angestiegen ist. Und besonders in den letzten 10, 15 Jahren, wir hier wirklich so eine Art Hochpreisphase haben mit wenigen Einbrüchen, aber eben relativ volatil auch. Also auch das ein Indikator dafür, dass wir hier ganz offensichtlich ein Knappheitsproblem haben. Bevor ich darauf weiter eingehe, lassen Sie mich vielleicht was anderes noch erst schildern, nämlich die Frage, wie viele Rohstoffe brauchen wir denn eigentlich? Auch das eine durchaus spannende Frage, also die Frage nach dem Bedarf der Rohstoffe. Nun, wenn man das verfolgt in der Vergangenheit, dann sieht das so aus. Ja? Das ist jetzt also die Rohstoffgewinnung weltweit seit 1900, also jetzt über 100 Jahre. Und Sie sehen, das ist ja fast so was wie ein exponentieller Verlauf. Und das ist teilweise natürlich geschuldet dem Bevölkerungswachstum, was Sie hier mit dieser Kurve sehen. Ja, das Bevölkerungswachstum hat sich in der Zeit mehr als verdoppelt. Also brauchen wir natürlich auch deutlich mehr Rohstoffe. Aber das allein erklärt natürlich diese Kurve nicht, weil Sie sehen, die Steigung ist sehr viel steiler als jetzt das Bevölkerungswachstum. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich auch sowas wie der Wohlstand zumindest im Weltdurchschnitt zugenommen hat. Das erklärt das also auch, dass jetzt hier dieser Anstieg steiler ist. Sie sehen auch die Zusammensetzung. Wir haben hier unten haben wir die Biomasse, wir haben die fossilen Energieträger. Das ist unser Klimaproblem, ja, weil die fossilen Energien, die verfeuern wir und letztendlich entsteht daraus CO2. Dann haben wir die Metalle, das ist das, da werde ich sicherlich noch mehr drauf eingehen. Und wir haben schließlich auch die Bau- und Industriemineralien, ein Rohstoff, der meistens vernachlässigt wird oder gering geschätzt wird. Er hat aber eine ganz große Bedeutung. Einerseits, weil die Menschen natürlich Behausungen brauchen, das heißt Häuser, Wohnungen. Dann sind sie automatisch natürlich in diesem Bereich der Bau- und Industriemineralien mit drin. Aber andererseits trägt das, wie man heute auch weiß, ganz erheblich auch eben zum Treibhauseffekt mit bei. Insofern die Entwicklung zum Beispiel von alternativen
Werkstoffen im Ersatz zu Beton und sowas, das ist von zentraler Bedeutung. Wenn Sie das auf den einzelnen Bürger umrechnen, ja, auf den einzelnen Weltbürger, muss ich jetzt sagen, dann liegen Sie ungefähr bei 12 Tonnen pro Person und Jahr. Ja, das ist das, was wir, nicht das, was Sie jetzt persönlich konsumieren und vielleicht dann nach Hause die Treppe hochschleppen müssen, das natürlich nicht. Es ist das, was wir insgesamt brauchen, auch für die Bereitstellung der Infrastruktur, die wir kennen, für unsere Gesellschaft, für unsere Umgebung. Und natürlich gibt es hier auch wieder große Schwankungen, denn es gibt Länder, da beträgt der Wert nur 2 Tonnen pro Person und Jahr. Und es gibt andere Länder, da geht das hoch bis auf knapp 30 Tonnen. Ich verrate Ihnen sicherlich kein Geheimnis, dass wir wahrscheinlich eher bei den oberen liegen werden, also vielleicht so im Bereich von 20, 25 Tonnen pro Person und Jahr, was wir letztendlich an Rohstoffen eigentlich weltweit verkonsumieren oder brauchen. Also von daher bisher auf jeden Fall steiler Anstieg. Das ist die Frage, wie geht das weiter? Naja, und da stellt sich die Frage, was sich die Menschheit so vorgenommen hat an Zielen. Und es gibt seit 2, 3 Jahren eine intensive Diskussion weltweit über die sogenannten Sustainability Goals. Ja, das sind also hier die 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 verabschiedet haben und die jetzt weltweit immer wieder zitiert und aufgerufen werden, auch bei uns. Und wir haben ja im Prinzip diese Nachhaltigkeitstage auch hier in Europa und in Baden-Württemberg im Speziellen. Und das sind im Grunde genommen die Ziele, mit denen man jetzt eigentlich hier versucht, Menschheit, Gesellschaft zu entwickeln. Das ist etwas unübersichtlich, nicht? 17 Ziele, was ist das alles im Einzelnen? Nun, wir können das mal versuchen zu gruppieren. Da haben wir einerseits das, was man meistens mit Nachhaltigkeit auch verbindet, das ist die Umwelt. Das sind aber 4 Ziele. Wir haben die Wirtschaft auf der anderen Seite, das sind auch nochmal 4 Ziele. Da haben wir aber 8 Ziele, die sich mit sozialen Fragen beschäftigen. Und das ist interessant, sich das auch im Einzelnen anzuschauen, weil auch Ziel Nummer 1 heißt keine Armut. Das heißt also, die Armutsbekämpfung ist ein ganz wesentliches, vielleicht sogar das wesentliche Nachhaltigkeitsziel, was sich hier die Menschheit vorgenommen hat. Weiterhin kein Hunger, dann medizinische Versorgung, Bildung, Zugang zu Bildung, all diese Geschichten. Und wenn Sie das jetzt mal versuchen zu übersetzen, was bedeutet das eigentlich für den Rohstoffbedarf, den wir haben, dann bedeutet das alles eigentlich, wir brauchen mehr davon. Denn wir müssen ja, schon allein wenn wir Armut im Prinzip bekämpfen wollen, heißt das immer auch ein gewisser materieller Wohlstand. Damit ist nicht gemeint, dass wir unseren materiellen Wohlstand hier steigern. Aber der materielle Wohlstand in vielen anderen Ländern, Sie müssen einfach sehen, es gibt 1 Milliarde Menschen, die verhältnismäßig komfortabel und kommod lebt. Und es gibt über 6 Milliarden Menschen, die, ich möchte jetzt nicht sagen in armen Verhältnissen, wir haben da auch einen großen Mittelstand, aber für unsere Verhältnisse wären das im Prinzip arme Verhältnisse. Und die wollen mehr von dem Kuchen abhaben. Und das heißt automatisch eben auch mehr materiellen Wohlstand, mehr Ressourcen, die wir dann dafür einsetzen müssen. Im Übrigen ist es aber auch so, auch für die Umweltziele brauchen wir Rohstoffe. Denn wir haben hier ein ganz wichtiges Ziel mit dabei. Wo ist es? Das ist nämlich der Klimaschutz. Und für den Klimaschutz, das wissen Sie, brauchen wir andere Energieformen, regenerative Energien. Und diese regenerativen Energien brauchen entsprechend natürlich oder sind entsprechend dann eben neue Technologien. Und diese Technologien funktionieren natürlich auch nur mit entsprechendem Rohstoffeinsatz. Wir brauchen große Infrastrukturen und das führt auch dazu, dass wir mehr Rohstoffe brauchen. Das zeigen eigentlich auch alle Prognosen. Es gab jetzt gerade jüngst von den Vereinten Nationen wieder eine neue Prognose. Und selbst im optimistischen Fall, also die versuchen schon alles im Prinzip, ich sage jetzt mal gut zu rechnen, ja, aber trotzdem, man sieht hier eine ganz deutliche Steigerung des Rohstoffbedarfs für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Das wird auf jeden Fall weiter zunehmen. Das ist der Mengenaspekt. Wir brauchen mehr davon. Der andere Punkt ist allerdings auch wichtig. Das ist nämlich die Frage, wie setzen sich diese Rohstoffe zusammen? Aus was bestehen die eigentlich? Das ist die Frage nach der Qualität der Rohstoffe. Und da hat sich sehr viel in den letzten Jahrhunderten getan. Wenn Sie mal sich anschauen, mit welchen Rohstoffen man im Wesentlichen im Mittelalter ausgekommen ist. Naja, man hat zwar 10 verschiedene Metalle gekannt, aber wirklich eingesetzt hat man eigentlich die 3 Rohstoffe.
Rohstoffe, das ist Kohlenstoff gewesen, also das ist alles, was Biomasse quasi war, Landwirtschaft, dann Calcium, das war natürlich dann für den Häuserbau, den man genutzt hat, und vor allem Eisen. Eisen war das vorherrschende Metall, was im Mittelalter eingesetzt wurde. Also im Wesentlichen drei von diesen Rohstoffen. Wenn Sie dann weitergehen, 18. Jahrhundert, es beginnt die Industrialisierung in England beispielsweise, da kommen natürlich jetzt einige weitere Metalle mit dazu. Ja, Mangan beispielsweise brauchen Sie dann eben, um Stahl herzustellen und so weiter. Ja. Oder dann ein paar Jahre später, dann, als dann auch die Mobilität einsetzt, auch die Elektrifizierung, ja, haben Sie dann Kupfer mit dabei, Sie haben viel mehr Metalle, Sie sehen das hier. Man lernt auch natürlich diese Metalle kennen, man hat einen Teil davon natürlich in der Vergangenheit gar nicht gekannt. Und wenn Sie heute schauen, wie viel heute eingesetzt wird, auch für Hochtechnologien, dann ist das eigentlich mehr oder weniger das gesamte Periodensystem der chemischen Elemente, wie Sie das aus der Schule noch kennen. Viele dieser Metalle oder auch Elemente, die man da gesehen hat, meistens hing das ja irgendwo im Klassenzimmer, deren Namen konnte man eigentlich noch nicht mal aussprechen. Auch der Chemielehrer hat damit seine Schwierigkeiten gehabt. Man hat eigentlich immer nur die oberen irgendwie gekannt. Ja. Nein, heute ist es so, wir brauchen wirklich alle, mehr oder weniger alle von diesen chemischen Elementen, die da abgebildet sind, um unsere Hightech-Produkte herzustellen. Und wenn Sie sich das anschauen im Detail, ich habe mal hier eine Auswahl getroffen, ist eigentlich nur eine kleine Auswahl, aber auch da erkennen Sie schon, was für eine Vielfalt und vor allem in welchen Anwendungen das überall drin ist. Ich möchte nur auf ein paar hinweisen. Sie wissen, die Diskussion um Kobalt, ganz wichtig für die Batterien oder Akkus im Zusammenhang mit der Elektromobilität. Tantal, Ihr Handy, würden Sie wahrscheinlich gar nicht jetzt in Ihre Hosentasche oder Jackentasche kriegen, wenn wir nicht Tantal hätten, weil das nämlich dann riesengroß wäre. Also das heißt, Tantal hat dazu beigetragen, zu der Miniaturisierung eigentlich der Elektronik. Und was auch ganz wichtig ist für die Elektronik, ist zum Beispiel Indium. Die ganzen Flachbildschirme, auch von den Handys, von den Notebooks, von den iPads und so weiter, würde nicht funktionieren, wenn wir nicht Indium hätten. Also das heißt, Sie haben hier plötzlich Stoffe, ja, Dysprosium, Christa Wehner hatte das eben erwähnt, ja, wer hatte früher schon was von Dysprosium gehört? Wir brauchen Dysprosium aber, Sie sehen das hier für Magnete, genauso übrigens wie Neodym. Und das sind jetzt zum Beispiel Stoffe, die sind unverzichtbar auch für die Energiewende. Die großen Windkraftanlagen müssen versuchen, natürlich ihre Generatoren so klein wie möglich zu bauen. Dazu brauchen wir starke Magnete. Und diese starken Magneten, die können wir eben genau mit Neodym-Verbindungen eben erzeugen oder mit Dysprosium, was dann eben auch nochmal besonders hitzebeständig ist. Und ohne die würde das gar nicht gehen. Auch die Elektromobilität ist darauf angewiesen, weil sie wollen ja kleine Motoren eigentlich dann einbauen, weil je größer, desto schwerer. Und dann brauchen sie wieder mehr Batteriekapazität und so weiter. Also von daher sind das ganz, ganz wichtige Stoffe, von denen eigentlich unsere Hightech-Produkte, unsere Produktion letztendlich abhängt. So, jetzt habe ich Ihnen so einige Stoffe vorgestellt. Wahrscheinlich haben die wenigsten aber eine Vorstellung, wie viel wird davon eigentlich jetzt nun wirklich gewonnen und was wird da abgebaut? Und ich zeige meinen Studenten dann immer eine Grafik, mit der ich das versuche zu verdeutlichen, dass sie mal eine Vorstellung haben von den Mengen, die wir also tagtäglich oder jährlich im Prinzip einsetzen. Und als Vergleichsmaßstab nehme ich mal hier den Eiffelturm und wir fangen mal an mit sicherlich dem wichtigsten Rohstoff, das ist nämlich das Eisen, Eisenerz oder dann auch die Stahlerzeugung. Und da sehen Sie mal, wenn wir die weltweite Eisenmenge nehmen, die jedes Jahr produziert wird, gefördert wird, dann haben Sie also einen Würfel, der, naja, vielleicht gerade doppelt so groß von der Kantenlänge wie der Eiffelturm ist. Es sind 1,4 Milliarden Tonnen, was jedes Jahr hier gefördert wird. Das ist eigentlich gar nicht so viel, nicht? Also wenn man sich das vorstellt, wahrscheinlich haben viele, hätten viele mehr vermutet, aber das ist natürlich schon sehr kompakt, was hier letztendlich steht. Gehen wir mal zu einem anderen Metall, Kupfer, hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ist das so, das sind das dann nicht mehr im Milliardenbereich, sondern im Millionenbereich, 20 Millionen Tonnen ungefähr. Ja, das ist also die jährliche Menge, die hier gefördert wird. Und also schon deutlich weniger. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Jetzt sehen Sie hier einen kleinen Würfel. Das ist das Neodym. Also das, was wir für die Magnete brauchen. In den Windkraftanlagen, in den Elektroautos und so weiter. Da sehen Sie, das sind jetzt plötzlich ja, knapp 30.000 Tonnen.
deutlich weniger. Und jetzt sehen Sie, das machen wir hier einen Skalensprung. Sie sehen jetzt hier das Brandenburger Tor, ja? Und das schauen wir uns jetzt hier an. Und jetzt haben wir hier nochmal den Neodym-Wurfwürfel, ja? Also so groß wäre jetzt die Neodym-Förderung weltweit. Und jetzt machen wir einen Schritt weiter. Wir sind ja hier in Pforzheim. Also von daher muss ich auf jeden Fall auch Gold erwähnen. Ja, da sehen Sie, das sind dann gerade mal 3000 Tonnen, was hier größenordnungsmäßig jedes Jahr in den Minen gewonnen wird. Und wie schon gesagt, weil wir in Pforzheim sind, kommt hier nochmal eine Spezialdarstellung. Das ist nämlich das hier. Das ist nämlich das gesamte Gold, was bisher in der Menschheitsgeschichte gewonnen wurde, weltweit. Ja, das ist also ein Würfel, der ist ungefähr so hoch wie hier eigentlich dieses Brandenburger Tor. Das sind ungefähr 200.000 Tonnen. Kann man auch davon ausgehen, dass das meiste davon noch irgendwo in Ihren Schubladen oder anderen Schubladen oder in Banken oder sonst wo, Fornox, lagert, ja, weil Gold schmeißt man ja nicht so ohne weiteres weg. Also das meiste ist auch noch da, wird immer wieder auch recycelt und wahrscheinlich, Ihr Ehering enthält wahrscheinlich auch noch ein paar Atome des Goldes, was man damals den Inkas weggenommen hat. Interessant, dass 2/3 davon, von dieser Menge, erst nach 1950 gefördert wurde. Da sehen Sie auch nochmal eben diese Steigerung der Rohstoffförderung, die eben extrem zugenommen hat. Ja, also das heißt, bis 1950 gerade mal 1/3 und danach dann 2/3, was gefördert wurde. Aber machen wir mal weiter mit unserem Größenvergleich. Wir haben jetzt hier Indium. Das ist jetzt Indium. Das sind, naja, nicht mal 700 Tonnen. Also stellen Sie sich das mal vor, nicht für ein so wichtiges Metall, was mehr oder weniger in allen unseren Geräten überall eigentlich vorhanden ist, nur 700 Tonnen weltweit Jahresproduktion. Und trotzdem ist es unverzichtbar. Es ist wirklich von zentraler Bedeutung für viele Hightech-Produkte. Und jetzt machen wir, sehen Sie, haben wir da wieder so einen Skalensprung. Ja? Das ist jetzt hier eine Person. Ja? Da haben wir jetzt nochmal den Indiumwürfel. Und jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir dann zum Beispiel hier Gallium. Ganz wichtiger Stoff auch in der Halbleiter, im Halbleiterbereich. LED-Bereich, das sind nur noch 180 Tonnen. Und um das abzuschließen, gehe ich mal hier noch zu Rhenium, einem sehr teuren Rohstoff, den wir aber, ja, ohne dem könnten wir wahrscheinlich nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen, weil das brauchen wir für hochfeste Stähle, Stahllegierungen. Und da werden weltweit nur größenordnungsmäßig 50 Tonnen davon produziert. Und trotzdem unverzichtbar. Ja, und diese verschiedenen Skalen an Rohstoffen, Arten, aber auch Mengenskalen, die müssen wir natürlich jetzt in irgendeiner Form bedienen oder sicherstellen, dass wir diese Versorgung eben auch tatsächlich abdecken können. Ich will nochmal etwas globaler werden und überhaupt nochmal auf die Ressourcen der Erde schauen. Denn das ist ja die Frage, haben wir denn davon eigentlich genügend, dass wir diese Mengen hier Jahr für Jahr eigentlich abbauen können? Und lassen Sie mich da vielleicht nochmal allgemein auf die Ressourcen der Erde zu sprechen kommen. Und Sie sehen hier nochmal die Erde. Sie werden sich allerdings wahrscheinlich wundern, weil sie so merkwürdig aussieht. Sie sieht so merkwürdig grau aus. Und das hat folgenden Grund, dass ich einfach jetzt mal für diese Grafik, nicht ich, das hat ein Grafiker gemacht, er hat alles Wasser, was auf dieser Erde ist, in diesem Tropfen eigentlich vereinigt. Das heißt, Sie sehen hier das Wasser aller Weltmeere, aller Flüsse, aller Gletscher, zusammengezogen in einem Wassertropfen, der 1400 Kilometer Durchmesser hat. Das ist das gesamte Wasser, was uns zur Verfügung steht auf der Erde. Alles, was wir an Wasser konsumieren, geht da raus, aber es geht auch wieder rein, weil wir verbrauchen es in dem Sinne ja nicht. Was viel schlimmer ist, alles, was wir an Dreck in die Meere einleiten, das steckt alles in diesem Tropfen drin. Ja, insofern sehen Sie, das ist eine ganz wichtige Ressource und wir gehen damit, glaube ich, nicht sorgsam genug um. Die nächste Ressource, jetzt sehen Sie hier so einen Luftballon, können Sie schon erahnen, was da drin ist. Wir haben jetzt die Atmosphäre einfach mal gepackt, das Wasser ist jetzt wieder in den Meeren. Ja. Wir haben jetzt die Luft, die Atmosphäre genommen, haben sie hier in diesen Luftballon gepackt. Und für die Techniker muss ich sagen, unter Normaldruck. Und dieser Luftballon hat einen Durchmesser von 2000 Kilometer. Alles, was wir atmen, kommt aus diesem Luftballon. Alles, was wir freisetzen an Schadstoffen, Feinstaub,
NOx, natürlich auch das CO2, all das geht in diesen Luftballon rein. Ja, also von daher sehen Sie auch nochmal diese Ressourcen. Es gibt nicht nur Ressourcen, die wir entnehmen und brauchen oder verbrauchen, sondern wir haben eben auch noch wichtige Ressourcen, die wir quasi als Endlager nutzen. Und das ist eigentlich ein ganz kritischer Punkt, gerade eben mit diesen beiden sehr wichtigen und sehr endlichen Ressourcen, dem Wasser und der Luft auf diesem Planeten. Und die sind nicht ersetzbar. Die sind wirklich nicht ersetzbar. So, aber ich wollte das Beispiel eigentlich nur nehmen, um einen Größenvergleich zu machen, weil die Frage taucht ja jetzt auf, was ist denn mit den anderen Rohstoffen? Haben wir davon genug? Und was dabei natürlich vergessen wird, die Erde besteht ja nun mal aus vielen dieser Elemente und deswegen schauen wir uns das jetzt einfach mal an, aus was sie denn besteht. Und das sehen Sie jetzt mal hier. Ja? Wenn wir also die Erde zerlegen würden, ja, in verschiedene Teile im Prinzip, dann hätten wir also zum Beispiel Silizium, wir hätten Eisen, wir hätten Aluminium, wir hätten Phosphor, wir hätten Kupfer. Das sind die Mengen, aus denen sich die Erde zusammensetzt. Sauerstoff fehlt jetzt hier noch, das ist auch natürlich noch prominent vertreten. Aber es geht uns um die Rohstoffe in dem Fall. Sie sehen also, wir haben viel Silikate, wir haben Eisen, das befindet sich natürlich hauptsächlich im Mittelpunkt der Erde, aber es findet sich auch sehr viel noch in der Erdkruste. Aluminium ist genügend da auf der Erde, wir brauchen uns keine Sorgen über Aluminium machen. Es ist mengenmäßig jede Menge da. Es gab immer wieder auch die Diskussion, Phosphor geht uns aus. Wir haben genug Phosphor auf der Erde, ist kein Mengenproblem. Kupfer, ja, dieser Kupferball hätte einen Durchmesser von 550 Kilometer. Jede Menge Kupfer. Und wir können uns auch nochmal andere Stoffe anschauen, da machen wir jetzt nochmal wieder einen Skalensprung und schauen uns mal an. Hier sehen Sie Neodym. Neodym, übrigens ein seltenes Erdenmetall. Ja, seltene Erden sind nicht selten. Sie sehen das hier an Neodym. Neodym ist relativ häufig. Wenn wir das alles zusammenpacken würden, was wir auf der Erde haben an Neodym, 92 Kilometer Durchmesser. Also eigentlich eine ganze Menge. Und Sie sehen auch hier Indium. Sie sehen Gold. Auch Gold ist immer noch groß. Gold hätte einen Durchmesser von 44 Kilometer. Jetzt stellen Sie sich vor, was wir hier am Brandenburger Tor vorhin gehabt haben. Also da wäre eigentlich noch genügend da, um nach Gold zu schürfen. Und Tantal sehen Sie dann hier, das hätte einen Durchmesser von 21 Kilometer. Was ich Ihnen damit ausdrücken will, ist, diese Rohstoffe sind mengenmäßig da, die sind auf der Erde, in der Erde. Gut, jetzt können Sie sagen, wir können natürlich nur das nutzen, was in der Erdkruste ist. Wir können ja nicht wirklich jetzt kilometerweise nach unten bohren, das ist richtig. Aber trotzdem, auch in der Erdkruste ist eigentlich noch genügend davon vorhanden. Aber was das eigentliche Problem ist, das nützt uns wenig, denn wir wollen das natürlich in abbauwürdiger Form haben. Das heißt, das Rohstoffproblem ist in Wirklichkeit nicht ein Mengenproblem, sondern ein Konzentrationsproblem. Und das sehen Sie hier an dieser Darstellung. Das widerspiegelt momentan das, was in der Wissenschaft angenommen wird. Wenn Sie mal sich überlegen, wie viele Rohstoffe sind eigentlich jetzt nun verteilt auf der Erde, und zwar in Abhängigkeit des Gehalts, des Metallgehalts im Boden, ja, oder im Gestein, dann geht man davon aus, dass es also eine große Menge gibt mit sehr niedriger Konzentration. Das ist das, was im allgemeinen Gestein überall sich befindet. Und irgendwann, wenn Sie zu höheren Metallgehalten gehen, dann haben Sie hier nochmal im Prinzip eine Erhöhung, also nochmal eben größere Mengen. Die sind dann eben tatsächlich bei hohen Konzentrationen in Erzen gebunden. Und das ist das, was wir heute abbauen können und was wir auch abbauen. Und wir hätten keine Chance eigentlich, diese Rohstoffe abzubauen, die hier bei niedrigen Konzentrationen sind. Weil der Aufwand wäre so gigantisch groß, das würde sich überhaupt nicht rentieren. Deshalb sind wir darauf angewiesen, eben wirklich diese Erzvorkommen zu finden, wo die Natur vorher schon diese Anreicherung, diese Konzentrationsanreicherung vorgenommen hat. Und das versuchen wir dann abzubauen. Naja, und man fängt natürlich beim Abbau immer an mit den reichsten Vorkommen, also da, wo die höchsten Konzentrationen sind, und arbeitet sich dann natürlich langsam zu den niedrigeren Konzentrationen vor. Ja? Und das ist jetzt eben genau die spannende Frage, wie weit sind wir denn hier eigentlich gekommen? Und das lässt sich kaum momentan beantworten, ja? Weil diese Kurve ist erstens spekulativ, zweitens werden wir sie nie empirisch irgendwie belegen können. Ja, und deswegen wissen wir eigentlich auch nicht, wo wir uns hier befinden. Und das ist eben genau eine der Fragen, mit denen sich viele Umweltwissenschaftler, Geologen und so weiter eben befassen.
Und wenn wir diese Kurve hier sehen, dann denken wir natürlich sofort an die andere Kurve, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Sie erinnern sich, das war diese hier, dass nämlich der Erzgehalt abnimmt in den Minen. Und das ist eben genau das Beängstigende, dass jetzt nämlich viele sagen, oh, jetzt sind wir eigentlich nah dran, nicht? Also die Konzentration nehmen immer weiter ab und irgendwann verschwindet das dann ganz. Und dann haben wir ein Problem. Und deswegen ist das eigentlich so eine der Hauptdiskussionen, die momentan in diesem ganzen Ressourcenbereich eigentlich stattfindet. So, jetzt kann man fragen, ob diese Fakten, die ich Ihnen hier präsentiert habe, ob die auch stichhaltig sind. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich schildere Ihnen jetzt hier meine Meinung. Ja? Und wenn wir mal anfangen mit dem ersten Punkt, und damit haben wir uns auch am Institut intensiv beschäftigt, nämlich die Frage, wie ist das eigentlich mit dem Erzgehalt, dass der abnimmt? Ist das wirklich so? Ist das ein Indiz dafür, dass die Rohstoffe knapp werden? Und da muss man sich eigentlich dann auch anschauen, wie diese Erze abgebaut werden. Und ich habe Ihnen mal hier ein paar Bilder zusammengestellt. Da sehen Sie da oben ein historisches Bild aus einer Kupfermine in den USA, wie damals Kupfer abgebaut wurde. Und das können Sie schon erkennen, dass man natürlich hier solche Stollen dann eben gegraben hat und im Prinzip entlang der Erzadern versucht hat, hier das Erz abzubauen. Oder Sie sehen da unten, sehen Sie auch eine historische Mine, sehen Sie dann auch hier diese Erzader. Man hat natürlich versucht, entlang dieser Erzader eben abzubauen. Sie sehen hier ein neueres Bild, das hatten wir in Brasilien aufgenommen. Da sehen Sie hier, ist in dem Fall keine Kupferader, ist es eine Goldader. Ja, da sehen Sie diese Goldader. Und natürlich wird man auch hier dieses Bergwerk mehr oder weniger um diese Goldader drumherum aufbauen. Das ist alles unter Tage. Da haben Sie dann, wenn Sie das hier fördern, ja, haben Sie natürlich einen relativ hohen Gehalt an, in dem Fall Gold oder an Kupfer oder sonst was. Wie findet aber heutzutage Bergbau statt? Die großen Mengen werden anders abgebaut, die werden so abgebaut. Ja, das sind im Prinzip riesengroße Löcher. Ja, diese Fahrzeuge, die sind hier so groß wie ein Mehrfamilienhaus im Prinzip. Ja, sehen aus wie Spielzeugautos, aber sind riesengroß. Und diese Löcher, die gehen manchmal 1 Kilometer tief. Und sie kommen hier mit großem Gerät. Und Sie können sich vorstellen, dass von den Abbaumethoden allein schon wir natürlich da ganz andere Verhältnisse haben als hier. Das heißt, Sie werden hier natürlich einen geringeren Erzgehalt haben, weil das ansonsten von dem Bauwerk im Prinzip gar nicht anders funktioniert. Das ist aber nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass es sich auch um ganz andere geologische Formationen handelt. Ja? Man hat früher sehr viel sulfidische Kupferminen abgebaut, die haben einen großen Erzgehalt. Wir haben heute eher Minen, nennt man sogenannte porphyrische Kupferminen, die einen geringen Erzgehalt haben, die sie aber eben so im Tagebau auch relativ leicht abbauen können. Und für die Unternehmen rentiert sich das. Das sind wirtschaftliche Faktoren, weshalb man diese Minen so abbaut. Und jetzt erschrecken Sie sich bei diesem Bild. Es kommt eigentlich nur auf die Farben drauf an. Ich erkläre Ihnen das gleich, was das bedeutet. Das ist im Prinzip jetzt eine Grafik, die Ihnen zeigt, dass es einerseits kleine Minen gibt, also die haben wirklich wenig Kupfer, aber sie haben mit einem sehr hohen Kupfergehalt. Und das ist eigentlich das hier, was diese blauen Punkte eigentlich darstellen. Hoher Kupfergehalt, aber letztendlich kleine Menge an Kupfer, was insgesamt in der Mine da ist. Und Sie haben andererseits Minen, die einen eher geringen Kupfergehalt haben, aber dafür, Sie sehen das, um Zehnerpotenzen mehr Kupfer drin enthalten. Und interessanterweise investieren Unternehmen lieber in Kupferminen, die eben zwar sehr viel Kupfer haben, aber in geringeren Konzentrationen als eben in solche kleinen. Und das sind wirtschaftliche Entscheidungen, ja, die getroffen werden. Das heißt, Sie müssen eigentlich das Investitionsverhalten dieser Firmen analysieren und interpretieren, um zu verstehen, warum das so ist. Und wenn ich jetzt aber als Naturwissenschaftler oder als Techniker an diese Statistiken gehe, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dann kommt man sehr schnell zu einem falschen Schluss. Und deswegen ist das so wichtig, eben diese Sachen wirklich gewissenhaft zu analysieren und der Frage auf den Grund zu gehen, warum gehen die Konzentrationen in den Minen immer weiter runter? Und es sind letztendlich Skaleneffekte, es ist technische Innovation, aber es ist nicht zwingend eben tatsächlich, dass uns hier diese Rohstoffe ausgehen. Wir haben heute immer noch jede Menge Vorkommen, die eigentlich auch hohe Qualität haben, die sie aber schlichtweg nicht rentieren, ausgebeutet zu werden.
Nächster Punkt. Ich hatte Ihnen vorhin von diesen Reichweiten erzählt. Da sehen Sie jetzt nochmal die Jahre. Das war so dieses Jahr, wo Club of Rome eben diese Studie rausgebracht hat mit den Prognosen hier für, was war das, Gold und Silber und Kupfer und so weiter. Und jetzt schauen wir uns mal die Reichweiten an. Das waren die Zahlen, die damals prognostiziert hatten. Ja, so lange reichen eigentlich diese Vorkommen. Das heißt, wenn diese Prognosen richtig gewesen wären, dann hätten die Kurven eigentlich alle so verlaufen müssen. Ja? Das heißt also hier im Jahre 2000, was ist das, 2008 oder 2006, hätte eigentlich hier Kupfer erschöpft sein müssen. War es aber nicht. Wenn Sie sich die Kurven anschauen, wie sie tatsächlich verlaufen, ja, dann verlaufen die Kurven so. Ja? Die nehmen nicht ab. Also klar, sie gehen mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber im Wesentlichen, ja, manchmal steigen sie sogar weiter. Das heißt, diese Reichweiten sind gar nicht das, was Sie als Reichweiten wahrscheinlich als normaler Bürger verstehen, sondern Sie sehen, das ist irgendwie eine Zahl, die mehr oder weniger konstant bleibt. Die Reichweite von Kupfer war damals 36 Jahre und heute ist sie, was haben wir hier, 40 Jahre. Und das ist sehr merkwürdig. Und der entscheidende Punkt ist hier, dass diese Reichweitenangabe eben immer nur auf dem basiert, was wir gerade an Rohstoffvorkommen kennen. Und das ist natürlich eine dynamische Größe, die verändert sich mit der Zeit, weil wir neue Rohstoffquellen im Prinzip auch finden und immer noch finden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und von daher stellen eigentlich diese Reichweitenangaben was ganz anderes dar, als was damals eigentlich Meadows und andere geglaubt haben. Sie zeigen nämlich nicht die Erschöpflichkeit dieser Rohstoffe, sondern sie zeigen eigentlich nur den Planungshorizont der Minenfirmen. Weil die planen oder explorieren immer nur so weit, wie sie eigentlich dann auch ja, investieren wollen. Das sind meistens 20, 30, maximal 40 Jahre. Und das bilden wir eigentlich mit diesen Reichweiten ab. Und keineswegs das, was wirklich an Rohstoffen vorhanden ist. Ein großer Irrtum, der immer wieder verwendet wird, der im Übrigen auch von vielen Kollegen von mir verwendet wird. Also Sie finden viele auch namhafte Umweltwissenschaftler, die immer wieder damit argumentieren. Aber es stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht wahr. Und das kann man auch belegen, von den Definitionen dieser Größen her. Kommen wir noch zu diesem Peak. Das ist nochmal interessant. Ja? Peak Oil, hatte ich Ihnen vorhin erzählt. Ja? Das ist jetzt tatsächlich diese Ölförderkurve von den USA. Und Sie sehen also tatsächlich, 1970 war dann ungefähr dieser Peak hier erreicht. Das, was Hubbard damals vorhergesagt hat. Und er hat dann gesagt, dann fällt es ab. Aber Sie sehen auch genau, was hier passiert. Erstens, diese Kurve flacht weiter ab. Das hat nämlich damit zu tun, dass der Ölpreis hochgegangen ist. Diese Hubbard-Kurve funktioniert nämlich nur dann unter gleichen Verhältnissen, unter gleichen Marktpreisen. Und dann vor allem ist durch höhere Marktpreise und auch technologische Entwicklung konnte man inzwischen hier auch, naja, das, was wir Fracking oder Share Oil oder sonst was bezeichnen, eben neue Vorkommen eigentlich erschließen. Und da geht die Kurve plötzlich wieder nach oben. Und das zeigt, dass diese Hubbard-Kurve eigentlich, das ist kein Naturgesetz, es ist eigentlich auch eine Fehlinterpretation dessen, was passiert, weil das gilt eigentlich immer nur für eine Mine unter gleichen ökonomischen Bedingungen, auch technischen Bedingungen. Und sobald sich die Technik ändert, sobald sich die Preise ändern, ändert sich eigentlich auch diese Kurve. Und deswegen kann man mit diesem Peak-Konzept eigentlich hier auch nicht argumentieren. Leider, denn für den Klimaschutz wäre es toll, wenn diese Kurve jetzt hier endlich nach unten ginge, weil dann würden wir nämlich kein Öl mehr verfeuern können. Wäre schlecht für die Autofahrer, aber gut fürs Klima, ja, weil wir nämlich dann keine CO2-Emissionen mehr haben. Ich befürchte, wir haben leider noch viel zu viel Öl auf unserem Planeten, sodass es für das Klima eigentlich eher von Nachteil ist. Letzter Punkt hier an der Stelle, was ist mit den Preisen? Naja, da habe ich Sie natürlich aufs Glatteis geführt, weil ich habe Ihnen die Preise gezeigt, die nicht inflationsbereinigt waren. Wenn man die Preise inflationsbereinigen würde, dann würde das anders aussehen. Natürlich haben wir beim Erdöl haben wir natürlich eine Steigerung, ja, das sehen Sie, und vor allem eben auch sehr starke Ausschläge. Wenn Sie dann aber die Industrierohstoffe sehen, auch da haben wir ein ziemliches Gezappel hier. Aber Sie sehen so im Trend eigentlich, ja, eigentlich sogar eher eine leichte Abnahme der Rohstoffpreise. Und das können Sie, wenn Sie jetzt die Preise auch über das 20. Jahrhundert hinweg verfolgen würden, würden Sie genauso feststellen, dass die Rohstoffpreise eigentlich mit der Zeit eher abgenommen haben als zugenommen haben. Sind kein Indiz eigentlich für irgendwelche Knappheiten. Jetzt werden Sie sagen, ja gut, aber ich schlage die Zeitung auf und lese jeden Tag irgendwie, Rohstoffe werden knapp, die Preise steigen. Ja, ja, natürlich. Hier sehen Sie mal ein prominentes Beispiel. Das sind die seltenen Erden, die nicht selten sind, was ich Ihnen schon sagte. Da hatten wir 2011, 2012 einen rapiden Preisanstieg.
Neodym ist innerhalb von wenigen Wochen um einen Faktor 50 gestiegen. Das heißt, Sie haben den einen Tag haben Sie noch 10 Euro pro Kilogramm bezahlt und plötzlich ein paar Tage oder Wochen später haben Sie 500 dafür bezahlen müssen. Und Sie sehen, das ist auch wieder sehr stark zurückgegangen. Das ist allerdings etwas, was nicht verursacht wurde durch geologische Knappheiten, sondern durch Monopolsituationen, die wir eben haben. Und momentan passiert ja genau das Gleiche wieder, wenn Sie die Zeitung aufschlagen. Ja, und ich habe mal hier die neuesten Zahlen rausgesucht. Das hängt halt damit zusammen, dass wir Länder haben, die ein Monopol auf die Produktion von seltenen Erden haben. Das ist insbesondere eben hier China. Also China produziert momentan fast ja über 90% eigentlich der seltenen Erden. Die Japaner haben versucht, hier mit Minen in Australien so ein gewisses Gegengewicht aufzubauen. Die Amerikaner haben sich ziemlich idiotisch verhalten. Da sehen Sie zwar, dass da auch was gefördert wird, aber die Mine ist insolvent geworden vor 2 Jahren und sie ist inzwischen verkauft worden an eine chinesische Firma. Ja? Und die Erze, die dort gefördert werden, werden auch nach China transportiert und dann dort weiterverarbeitet. Ja, also insofern hat China tatsächlich momentan die Marktmacht, jetzt nämlich den Amerikanern die Pistole auf die Brust zu setzen, wenn sie jetzt nochmal überlegen, für was wir eigentlich alles diese Stoffe brauchen, auch die Amerikaner mit ihrer Industrie, dann ist das eigentlich ziemlich, naja, idiotisch, wie sich die Amerikaner da in der Vergangenheit verhalten haben. Aber das ist eher die Frage, wer fördert das? Das heißt noch lange nicht, dass es seltene Erden in China gibt oder ein bisschen in Australien. Sondern wenn Sie sich dann anschauen, wo sind denn eigentlich die großen Mengen? Ja, dann sehen Sie hier, ja, China hat sehr viele seltene Erden, aber sie haben genauso viel auch in Südamerika, sie haben in Indien, sie haben in Vietnam große Vorkommen, Australien. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal alles, weil man auch gar nicht alles kennt. Wenn Sie anfangen würden, hier weiter zu explorieren, Sie sehen, dass Afrika auch ein unbekanntes Terrain weitgehend ist. Wenn man da weiter im Prinzip forschen würde, dann würde man wahrscheinlich hier auch entsprechende Quellen finden. Also insofern, es ist im Prinzip genug davon da. Man muss es aber aus der Erde holen. Und wer es aus der Erde holt und wenn es jemand eben als Einziger macht, dann kann er das natürlich als Monopolist auch durchaus einsetzen gegen die anderen. Und das ist eben momentan hauptsächlich unser Problem. Geschätztes Kupfervorkommen. Jetzt muss ich Ihnen natürlich irgendwann sagen, ja, wie viel ist denn davon noch da? Und ich habe das mal versucht und das ist jetzt eine Abschätzung. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen hier, diesen Punkt. Sehen Sie diesen Punkt hier? Das sind die 20 Millionen Tonnen Kupfer, die wir jedes Jahr verbrauchen. Das brauchen wir jedes Jahr. Das ist die Jahresproduktion. Das hier, das sind 2,1 Milliarden Tonnen. Das ist das, was heute an Kupfervorkommen bekannt ist, exploriert ist, wirtschaftlich abbaubar ist, können Sie sofort im Prinzip abbauen, produzieren. Das nennen wir die Reserven. Das hier ist nochmal die dreifache Menge davon. Das sind die heute bereits bekannten, aber auch unbekannten und vermuteten Vorkommen, die aber auch wirtschaftlich abbaubar sein würden. Also da rechnet man jetzt das rein, was man vielleicht noch nicht kennt, aber was man vermutet, was vorhanden ist. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Schätzungen, auch nach oben. Es gibt also Geologen, die sagen, wir haben im Prinzip bis 3,3 Kilometer Tiefe, das ist das, was man wahrscheinlich maximal abbauen kann, haben wir wahrscheinlich wirtschaftlich abbaubare Vorkommen, die im Bereich ja, bis zu knapp 90 Milliarden Tonnen Kupfer liegen. Da sehen Sie, das ist nochmal deutlich mehr. Ja. Und das bezeichnet man eigentlich heute, also was unbekannt oder auch was wirtschaftlich eben dann vielleicht auch gerade nicht mehr abbaubar ist, dann eben als die sogenannten Ressourcen. Sie sehen, dass das also hier eine große Spannbreite ist. Und das verschiebt sich natürlich auch, weil das hängt erstens davon ab, was kenne ich? Und zweitens, was ist technisch heute abbaubar und auch wirtschaftlich abbaubar? Und das hängt eben von der Technik, von der Innovation und so weiter ab. So, und es gibt dann sogar ganz optimistische Geologen, die sagen, naja, wahrscheinlich gibt es sogar noch viel, viel mehr. Ja, und wenn wir mal berücksichtigen, dass in einiger Zukunft es auch technische Verfahren gibt, geringerwertiges Kupfer abzubauen, dann steht uns eigentlich diese Menge hier zur Verfügung und das wäre dann das sogenannte Geopotenzial. Und so sehen Sie, dass wir, wenn wir das als Grundlage nehmen, uns wahrscheinlich keine Angst machen müssen, dass diese Rohstoffe ausgehen.
Nein, sie werden wahrscheinlich in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Ich möchte aber jetzt noch auf die tatsächlichen Knappheiten zu sprechen kommen, weil es gibt Knappheiten, aber sie sehen anders aus, sie hören sich anders an. Schauen wir erst noch mal auf die Minen, die wir so typischerweise abbauen. Da sehen Sie das, sehen hier eine Saline, wo man jetzt natürlich Lithium und so weiter abbaut in Südamerika. Hier typischer Tagebau, Untertagebau. Hier sehen Sie eine Aluminiummine, ja, und hier natürlich so diese klassischen Bilder aus diesem Minenbereich. Und dieser Bergbau braucht grundsätzlich immer, ja, was braucht er? Naja, das hier. Energie. Ja, also wir brauchen einerseits brauchen wir die Rohstoffe für die Energieversorgung, für eine regenerative und klimafreundliche Energieversorgung, aber umgekehrt, die Rohstoffe brauchen auch Energie, um abgebaut zu werden. Und wir brauchen, Erdöl wird sehr viel eingesetzt, Strom wird sehr viel eingesetzt, manchmal aus Wasserkraft, manchmal aus Windkraft, aber vor allem sehr häufig natürlich hier immer noch fossil produziert aus Kohle. Ja, und das heißt automatisch, wir haben hier mit verbunden dann eben auch jede Menge CO2-Emissionen. Und das ist das Problem, was wir eigentlich hier haben. Wir brauchen Energie und je mehr wir gewinnen oder vor allem auch geringere Qualitäten, desto mehr Energie müssen wir einsetzen und desto mehr CO2-Emissionen haben wir. Heute schätzt man, dass ungefähr 10% der weltweiten CO2-Emissionen verursacht sind durch die Metallgewinnung weltweit. 10%, das ist eine ganze Menge. Und wir haben weiterhin natürlich durch den Bergbau viele Umweltbelastungen vor Ort. Hier sehen Sie mal ein paar Bilder, die sehen zwar sehr bunt aus, aber ich rate Ihnen, da drin nicht zu baden. Und Sie sehen hier beispielsweise diesen großen Dammbruch in Brasilien, Brumadinho. Aber es ist keineswegs nur ein Thema der Entwicklungsländer, Schwellenländer, sondern hier sehen Sie beispielsweise eine Kupfermine Bingham in den USA, wo es quasi einen Bergrutsch gegeben hat und eben einfach mal der Berg hier runtergerutscht ist. Das heißt, das kann also auch in den Industrieländern passieren. Das heißt, wir haben hier auch große Umweltschäden. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dass Bergbau, Rohstoffgewinnung auch immer irgendwas mit sozialen Aspekten zu tun hat. Diese Rohstoffe werden sehr häufig in armen Ländern abgebaut, in Krisenländern. Sie unterstützen teilweise dann eben auch irgendwelche Regime, Guerillagruppen und so weiter. Kongo ist ein sehr schönes Beispiel. Aber sie haben natürlich teilweise auch katastrophale Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und so weiter. Das heißt, wir haben hier auch soziale Probleme. Und das ist eigentlich so jetzt ein Thema, was uns immer wieder jetzt auch beschäftigt. Das heißt, wir kümmern uns sehr stark bei uns, auch bei unserer Forschung, eben um dieses Energiethema. Und das möchte ich Ihnen jetzt im letzten Teil des Vortrags auch nochmal vorstellen. Das ist nämlich die Frage, wie hängt eigentlich die Rohstoffgewinnung und der Energiebedarf zusammen? Und da vielleicht einmal hier ein Beispiel am Kupfer. Und Sie sehen jetzt hier nochmal den Erzgehalt. Ja? Also hier geringer Erzgehalt, da hoher Erzgehalt und hier den Energiebedarf, den ich brauche, um dieses Erz zu gewinnen. Und die wichtigste Kurve ist diese hier, dass nämlich, wenn der Erzgehalt hoch ist, ich wenig Energie brauche, aber je geringer der Erzgehalt wird, desto mehr steigt dieser Energieaufwand an. Und Sie sehen, das geht dann also hier quasi gegen unendlich. Das heißt, das ist genau das Problem, wenn ich dann im gewöhnlichen Gestein eben versuche, noch diese Rohstoffe abzubauen. Das ist fast nicht machbar. Und das wird auch von vielen als Argument genommen, dass wenn wir hier zu geringeren Erzgehalten gehen, dass es dann unmöglich wird eigentlich mit dieser Rohstoffversorgung, ja, weil wir zu viel Energie brauchen. Sinkender Erzgehalt heißt, wir brauchen mehr Energie. Jetzt kann man sich aber auch überlegen, was würde passieren, wenn wir zum Beispiel tiefer abbauen, ja, was man dann vielleicht in Zukunft machen muss. Ja, dann wird sich diese Kurve nach oben verschieben, also mehr Energie wird benötigt werden. Man kann sich auch überlegen, was wird passieren, wenn wir vielleicht dann nicht im Tagebau abbauen, sondern vielleicht unter Tage, dann wird man in bestimmten Bereichen vielleicht sogar wieder Energie einsparen. In anderen Bereichen wird es vielleicht sogar ein bisschen mehr werden. Das muss man sich im Detail anschauen. Und schließlich die Frage, was kann uns eigentlich die Technik bieten, technische Innovation? Na, und die technische Innovation wird dazu führen, dass diese Linien sich nach unten verschieben. So, und wir haben uns jetzt genau diese Sachen eigentlich angeschaut. Das ist Teil auch einer Doktorarbeit, die eine Mitarbeiterin bei uns macht, die Frau Rötzer, und wir haben uns diese Zahlen mal im Detail angeschaut. Sie sehen das jetzt hier, da sehen Sie auch echte Zahlen.
Und wir haben mal angefangen, oder Frau Rötzer hat angefangen, diese Daten auszuwerten für 1930. Und da verlief diese Kurve so, mit der damals eingesetzten Technik, mit den damals auch ausgebeuteten Minen. Und man hatte damals einen Erzgehalt, der lag ungefähr so bei 2%. Das bezieht sich jetzt auf Kupfer. Und dann, wenn Sie jetzt weiter voranschreiten, 40 Jahre weiter, im Jahr 1970, da hat sich diese Kurve nach unten verschoben, nämlich durch technische Innovation. Und wir haben jetzt einen, allerdings auch, das ist der Nachteil, haben wir nämlich jetzt nur noch einen Erzgehalt von ungefähr 1%, was wir ausbeuten. Aber Sie sehen, vom Energieaufwand macht das kaum was aus. Das ist ungefähr, liegt auf ungefähr auf gleicher Höhe. Wenn wir das mit heutigen Zahlen vergleichen, dann sieht diese Kurve so aus. Ja, das ist jetzt für das Jahr 2010. Und wir haben heute wieder etwas geringeren Erzgehalt. Ja, der liegt jetzt inzwischen bei ungefähr 0,7. Ja, und Sie sehen, aber wir bewegen uns immer noch eigentlich hier weitgehend horizontal. Das heißt, der Energiebedarf ist eigentlich nicht gestiegen pro Kilogramm Kupfer, ist ungefähr konstant geblieben. Jetzt kann man das Ganze auch noch versuchen zu prognostizieren, neuer Einsatz von Technologien und so weiter. Und unsere Prognose ist, dass im Jahr 2050 da wir ungefähr hier liegen werden. Das heißt, wir haben dann vielleicht 0,6% Gehalt, was im Durchschnitt weltweit gefördert wird. Und Sie sehen, beim Energiebedarf ändert sich relativ wenig. Das kann natürlich nicht unendlich so weitergehen. Allerdings vermuten wir auch nicht, dass wir hier jetzt wirklich in diesem Bereich vorstoßen, sondern die Vorkommen, die wir hier an Kupfer in diesem Bereich haben, sind sehr, sehr groß. Und so sehen Sie einfach, dass wir jetzt mit solchen Analysen zum Beispiel auch eben relativ gut den technischen Fortschritt seit 1930 eigentlich mit auswerten können. Wir sehen nämlich jetzt, was hat sich eigentlich in diesen 80 Jahren eigentlich getan. Und da hat sich eine ganze Menge getan. Und das ist auch etwas, was häufig in der Diskussion eigentlich vergessen wird, dass diese Kurven sich verschieben mit der Zeit und dass sie sich weiter verschieben werden. Trotzdem müssen wir natürlich sparsam mit Rohstoffen umgehen. Und jetzt werden Sie fragen, er erzählt die ganze Zeit immer nur von der Primärgewinnung, also das heißt vom Bergwerk. Was ist denn eigentlich mit Sekundär, also das heißt Recycling? Und deswegen auch noch hier kurz ein Hinweis nochmal auf Recycling. Ist Recycling die bessere Lösung? Ja, erstmal. Aber das Problem ist, wir werden das Rohstoffproblem nicht durch Recycling lösen. Und das hängt damit zusammen, dass der Bedarf an Rohstoffen in den nächsten Jahrzehnten immer noch sehr, sehr stark steigt. Damit ich Recycling betreiben kann, muss der Rohstoff überhaupt erstmal da sein. Das heißt, ich muss ihn fördern. Und das ist das, was jetzt eigentlich neue Prognosen auch von Kollegen zeigen. Sie sehen das hier für Eisen, Sie sehen das hier für Aluminium, wie sich das über die Jahre entwickelt. Sie sehen hier unten diese blaue Kurve, das ist eigentlich das, was man in den Bergwerken, also primär Gewinnung eigentlich fördert, auch hier jetzt für Aluminium. Sie sehen, das steigt immer weiter bis, naja, so 2070, 2080. Das ist dann das, was Sie an Recycling betreiben können. Und diese Rechnungen sind absolut optimistisch, weil wir gehen davon aus, dass das, was wir dann wegschmeißen an Eisen oder an Aluminium, zu 90% wieder recycelt wird. Und trotzdem wird diese Kurve so verlaufen, weil wir einfach diesen enormen Bedarf weiter in der Menschheit eben haben. Das heißt, wir werden erst irgendwann in 100 Jahren vielleicht davon ausgehen können, dass wir auf die Primärerzeugung verzichten können und dann wirklich auch Recycling im stärkeren Maße betreiben können. Das spricht nicht dagegen, dass wir nicht heute auch schon Recycling betreiben. Aber es wäre ein Irrglaube, wenn man annimmt, dass Recycling dieses Problem heute schon lösen könnte. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Das ist jetzt das Mengenproblem. Es gibt das Problem, dass, ja, ich habe geschrieben, Schrott ist nicht gleich Schrott. Das ist die Frage, wie Sie eben diese Abfälle einsammeln. Sie können das so einsammeln, ja, das ist ein Kabel oder jetzt dann hier, das ist auch reiner Kupferschrott. Wir haben das aber häufig auch als Elektronikschrott, der eigentlich noch relativ wertvoll ist, ja, oder hier Elektroschrott. Sie haben aber auch teilweise sowas, das ist Bauschutt. Befindet sich auch eine ganze Menge an Kupfer drin, ist aber schwierig zu trennen, kostet sehr viel mehr Aufwand, sehr viel mehr Kosten, sehr viel mehr Energie. Und zu glauben, dass Recycling keine Energie kosten würde, ist ein großer Irrtum, der leider sehr weit verbreitet ist. Und auch das haben wir untersucht, eine andere Doktorarbeit, die bei uns am Institut läuft. Herr Schäfer hat das analysiert und Sie sehen jetzt hier
mal Folgendes. Sie sehen hier die Recyclingquote und Sie sehen hier den Energieverbrauch. Wenn ich null Recyclingquote habe, dann muss ich alle meine Rohstoffe aus dem Bergwerk holen. Habe ich hohen Energieverbrauch. Wenn die Recyclingquote jetzt zunimmt, dann nimmt natürlich hier das, was ich aus dem Bergbau gewinnen muss, immer weiter ab. Irgendwann habe ich dann 100% Recycling, dann brauche ich gar nichts mehr aus dem Bergwerk, also auch keinen Energieverbrauch mehr im Bergwerk. Demgegenüber muss ich natürlich stellen, die Kurve, dass Recycling auch Energie braucht. Das fängt erstmal hier bei Null an. Dann sehen Sie, was hier passiert. Die steigt eben sehr, sehr stark an. Das hängt eben genau damit zusammen, dass wir hier dann meistens auch qualitativ sehr schlechte Fraktionen eben dann entsorgen müssen. Die Konzentration ist sehr gering. Wir müssen das aufkonzentrieren. Kostet sehr viel Energie. Und letztendlich, was wir natürlich bilden, wir müssen eigentlich die Summe aus beiden bilden. Die Studenten, die hier bei uns BWL studieren, die kennen solche Kurven. Und das ist eigentlich das, was für uns interessant ist, weil 100% Recycling ist auch technisch und auch naturwissenschaftlich im Übrigen praktisch nicht möglich. Wir werden also nie hier irgendwie in diesen Bereich reinkommen. So, und jetzt schauen wir mal an, wie das bei den verschiedenen Stoffen aussieht. Und ich habe das mal gemacht für CO2-Emissionen, weil das geht ja direkt parallel eigentlich auch mit dem Energieverbrauch. Und jetzt sehen Sie mal hier den Klimarucksack für 1 Kilogramm Kupfer. Also wie viel CO2 wird freigesetzt? Da sehen Sie hier die Primärgewinnung, also wenn ich das Kupfer aus dem Bergwerk hole, das liegt dann irgendwo so im Bereich von knapp 4 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Kupfer. Wenn Sie Kabel recyceln, unter 1 Kilogramm CO2, super. Also von daher sollte man auf jeden Fall Recycling betreiben. Wenn Sie das Kupfer aus Bauschutt rausholen, da sehen Sie, da liegen Sie dann schon bei 3. Das kommt schon langsam so in den Bereich auch dessen, was Sie bei der Primärerzeugung haben. Und wenn Sie noch schlechtere Fraktionen haben, dann liegen Sie möglicherweise sogar drüber. Also das heißt, da gibt es durchaus Bewegung. Jetzt gehen wir mal zum anderen Stoff, den ich Ihnen auch erwähnt habe, Tantal. Tantal, Primärgewinnung, Sie sehen auch hier, das ist wesentlich mehr als beim Kupfer. Ja. Primärgewinnung hier 230 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Tantal. Wenn ich Kondensatoren aus Computern, Notebooks und so weiter nehmen würde, das würde wirklich sich rentieren, liegt bei 40 Kilogramm CO2. Also für den Klimaschutz wäre das gut. Allerdings teuer und es wird de facto nicht gemacht. Also dieses Recycling wird heute nicht betrieben. Wenn Sie Kondensatoren aus Altautos rausholen, viel aufwendiger, ja, auch vom Energieeinsatz, dann sehen Sie, das liegt dann ungefähr gleich auf. Und um noch ein Gegenbeispiel zu zeigen, wo nämlich dann tatsächlich das Recycling schlechter ist als die Primärförderung, da gehen wir zu Indium. Ja, da haben Sie hier die Primärgewinnung von Indium. Und hier sehen Sie das, wenn ich das aus LCD-Bildschirmen zurückgewinnen würde. Und da ist dann tatsächlich von der Energie, vom Energieeinsatz das viel schlechter als bei der Primärgewinnung. So, deswegen gibt es durchaus dann Diskussionsbedarf, auch politisch, nämlich zu etwas, was sich da Circular Economy nennt und was viele verkaufen, Closing the Loop. Weil wenn Sie dem jetzt aufmerksam gefolgt haben, was ich Ihnen gesagt habe, dann müssten Sie eigentlich wissen, Closing the Loop geht nicht. Ja, ist eigentlich unmöglich. Trotzdem wird das entsprechend immer wieder auch verkauft, vermarktet. Sie sehen das hier, Ellen MacArthur Stiftung versucht das immer stärker auch eigentlich zu forcieren, zusammen mit McKinsey. Die EU hat das Thema aufgegriffen, Circular Economy, zu einer der Leitstrategien auch der EU, erklärt. Natürlich sind solche Kreisläufe sinnvoll, sollte man versuchen, aber man wird das nicht schließen können. Und man muss auch sehr genau aufpassen, an welcher Stelle diese Sache dann eben nicht mehr funktioniert, auch nicht mehr sinnvoll ist, auch unter Umweltgesichtspunkten. Und was eben wichtig ist, und auch das wird in der Politik vergessen, wir brauchen für Recycling Industrie. Das vergessen viele. Die schließen nämlich genau die Anlagen, die wir eigentlich für Recycling brauchen. Sie brauchen diese Grundstoffindustrie, sie brauchen diese großen metallurgischen Firmen wie Aurubis, Umicore, Badische Stahlwerke und so weiter. Das sind alles Emittenten von CO2, die verbrauchen sehr viel Strom, können Sie viel dann auch in den Zeitungen lesen, dass das alles ganz schlimm ist und am besten sollte man diese Unternehmen eigentlich schließen oder sonst irgendwie mit Kosten belegen und so weiter. Diese Unternehmen brauchen wir aber für Recycling. Wenn wir diese Unternehmen nicht haben, können wir auch kein Recycling betreiben. Das wird von vielen eigentlich hier verkannt. Und Sie sehen hier einige Bilder
aus der Grundstoffindustrie, die für uns eigentlich unverzichtbar sind, wenn wir tatsächlich Recycling betreiben wollen. Und zum Abschluss, und das ist jetzt wirklich dann der Abschluss, die letzten Folien, will ich Ihnen auch nochmal zeigen, welche Probleme wir hier haben, wenn wir das konsequent weiterdenken. Sie sehen hier einfach mal die Rohstoffströme und ich will das mal, das sind jetzt keine echten Zahlen, aber ich will Ihnen das Problem aufzeigen. Klimarucksack, wo er auftritt. Stellen Sie sich einfach mal vor, wir betrachten jetzt einfach mal nur China und Deutschland. Wir beziehen große Mengen an Rohstoffen, zum Beispiel aus China, also irgendwelche Metalle, die primär gefördert werden. Wir selbst betreiben immerhin eine ganze Menge auch an Recycling, das ist gut. Ja, jetzt schauen wir uns an, welche CO2-Emissionen damit verbunden sind. Natürlich jede Menge dann eben in China, ja, für die Bereitstellung eben dieser Primärrohstoffe und eben auch einiges hier für das Recycling, was wir dann eben in Deutschland haben. So, jetzt sagen wir einfach als eine Strategie, wir machen sehr viel mehr Recycling in Deutschland. Ja, also das heißt, da wird sehr viel mehr sein, also mehr Recycling, dann wird das hier zunehmen, das hier wird abnehmen. Das heißt, jetzt gehen hier die Emissionen natürlich runter, weil wir ja nicht mehr so viel Metalle hier aus China oder aus irgendeinem anderen Land beziehen. Dafür müssen wir hier mehr Recycling betreiben. Die Emissionen gehen hoch. So, jetzt versuchen Sie das mal in Einklang zu bringen mit den Klimaschutzzielen der Bundesregierung. Das hier interessiert niemanden. Was passiert in China? Das hier ist eigentlich nicht gut für unsere Ziele, ja, weil wir emittieren ja dann mehr, würden wir unsere Ziele nicht erreichen. Ja? Also insofern haben wir hier jetzt einen großen Zielkonflikt. Das ist nicht gut für unsere Klimaziele. Es wäre aber gut fürs Klima. Ja, ja gut, okay. Ja? Also das heißt, es hat eigentlich keine oder nur eine untergeordnete Relevanz für die deutsche Klimapolitik. Und wir können jetzt sagen, na gut, okay, dann müssen wir eben auch versuchen, hier das Recycling eben nicht mehr in Deutschland zu machen, sondern dann machen wir das eben auch woanders. Wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Würden wir unsere Ziele dann erreichen, ne? Also, dann heißt es, wir machen kein Recycling mehr bei uns hier. Das Recycling ist weg. Dann brauchen wir jetzt aber wieder mehr Metalle hier. Also das wäre dann jetzt hier weg. Brauchen wir hier wieder mehr Metalle aus China zum Beispiel. Ja, dafür immerhin dann auch einiges an recycelten Metallen. Dafür haben wir jetzt aber hier wieder mehr CO2-Emissionen. Die Klimabilanz in Deutschland sieht dann gut aus. Das Klima weltweit vielleicht nicht so sehr. Vor allem haben sie einen Effekt, da wir davon ausgehen müssen, dass die Technik hier von der Effizienz her schlechter ist, zum Beispiel auch sehr viel mehr Kohlekraftwerke eingesetzt werden als bei uns, werden sie hier wahrscheinlich mehr CO2-Emissionen dadurch verursachen, als das, was wir hier hätten. So, und jetzt sehen Sie mal, wie komplex diese Sache ist. Und das verkaufen Sie jetzt mal einem Politiker. Das sind, ich hoffe, Sie verstehen jetzt, als ich am Anfang gesagt habe, eine einfache Frage, aber eine komplexe Antwort. Ja, was damit jetzt im Prinzip verbunden ist. So, und jetzt komme ich zum Fazit. Ich denke, was deutlich geworden ist, wir brauchen Ressourcen für den Klimaschutz, wir brauchen Ressourcen für die Nachhaltigkeit. Wir dürfen ja auch nicht immer nur Nabelschau betreiben. Es geht auch um den Wohlstand anderer Menschen in anderen Regionen dieser Welt. Nicht nur um unseren eigenen Wohlstand, der könnte vielleicht ein bisschen weniger ausfallen, aber bei anderen ist dringend Nachholbedarf notwendig. Die Rohstoffe gehen uns nicht aus. Nein, auch wenn das immer wieder behauptet wird, ich kann das natürlich Ihnen nicht verbriefen, aber meiner Meinung nach, und ich denke, es gibt auch viele andere Kollegen, die der Meinung sind, es ist nicht das Problem, was wir hier haben. Aber sie müssen natürlich umweltfreundlich abgebaut werden, sie müssen energieeffizient abgebaut werden, sozialverträglich, und wir müssen auch sparsam damit umgehen. Das ist selbstverständlich und Recycling kann hier durchaus helfen, muss auch helfen, aber es hilft auch nicht immer. Und es werden hier, glaube ich, auch falsche, ja, Visionen aufgetan. Da muss man sehr kritisch mit umgehen. Ohne Industrie kein Recycling. Ja, wir müssen mit bestimmten Branchen, mit bestimmten Industriebetrieben, ich sage es mal, pfleglicher umgehen und vielleicht eher auch in Gesamtkonzepten denken, als immer nur auf die Emissionen eines einzelnen Betriebes. Welche Rolle spielt der Betrieb im Gesamtzusammenhang? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Damit zusammenhängt natürlich, Verlagerungen nach China sind keine Lösung. Die helfen vielleicht unseren nationalen Klimaschutzzielen, nicht dem Klima. Und ich denke, wenn Sie das alles zusammennehmen, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, meine persönliche Einschätzung ist, es gibt in Deutschland eigentlich noch keine
vernünftige Ressourcenpolitik, die diesen Namen verdient. Und es gibt auch keine nachhaltige Industriepolitik. Also Industriepolitik hat man ja schon versucht, aber nachhaltig erst recht noch nicht. Ja. Und ich denke, da ist noch eine ganze Menge zu tun. Und die Chinesen machen es uns vor, die machen das sehr geschickt. Wäre jetzt aber ein eigener Vortrag, will ich jetzt hier nicht machen. Und lassen Sie mich diesen Vorschlag mit einer letzten Folie schließen. Ich hatte ja auch mit Kunst unter anderem begonnen und ich schließe auch mit Kunst. Das ist jetzt allerdings, ja, man könnte sagen, reale Kunst. Ja? Also der Mensch malt jetzt hier nicht auf der Leinwand, sondern er malt auf der Staffelei der Erde. Das ist also von der Erde aus betrachtet eine Mine. Und das hat durchaus auch einen ästhetischen Wert. Aber man muss sich natürlich fragen, ob der Mensch unbedingt die ganze Erde als Staffelei nutzen muss. Herzlichen Dank.